Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen. Ja, eine Woche gab es jetzt kein Content von mir. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich zurzeit im Moment im Real Life ja noch so ein bisschen was anderes zu tun habe und mir im Moment nicht so die Zeit bleibt, um täglich Videos rauszuhauen. Deswegen wird es ab dieser Woche eine kleine Änderung an meinem Kanal geben. Es werden jetzt nur noch dienstags und donnerstags Videos kommen, dafür aber zweimal täglich. Das erste Video wird am Dienstag sowie am Donnerstag um 14 Uhr kommen und das zweite Video wie gewohnt ab 17 Uhr auch dienstags und donnerstags. Und ich möchte starten mit einem neuen Spiel, ist jetzt vor kurzem rausgekommen, Transocean The Shipping Company. Und ja, wir klicken mal auf neues Spiel starten. Gehen in die Kampagne. Ich habe schon mal so ein bisschen voran angezockt. Spaß und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Ja, schauen wir mal, was uns alles erwartet. Sagen, aber das ist ja auch etwas, ja, was das ganze Let's Playen ausmacht, dass man auch eben halt mal zwischendurch, ja, quasi so ein Let's Fail hat. So, Nachricht von Megan R. Boyle, der Star-Investorin. Sie wollen eine Firma gründen, dann sind sie genau richtig bei mir. Mein Name ist Megan R. Boyle. Ich bin Investorin. Ihr Antrag sah ja ganz in Ordnung aus. Eine Reederei soll es sein, mitten in der Krise. Nun ja, den Willen scheinen sie ja zu haben. Ich schieße ihnen 8.200.000 Euro vor. Damit sollten sie für den Anfang auskommen. Holstein, mein Name. Ich bin Ihr Berater. Hallöchen. Zusammen kriegen wir das schon hin, Boss. Wie soll unsere, Ihre Reederei denn heißen? So, die nenne ich, Ranger Shipping. Und von wo soll Ihr kleines Imperium sich denn ausbreiten? Erste Regel in unserem Geschäft. Die richtige Lage ist alles. Ich habe ein paar Optionen für unseren Firmensitz gesammelt. Chef, bitte treffen Sie nun Ihre Entscheidung, von wo sich unser zukünftiges Imperium ausbreiten soll. So, und ich wähle mal die goldene Mitte. Und zwar möchte ich in Hamburg mein Imperium aufbauen. Und da werden wir auch schon eingeflogen. Ah, Hamburg soll nett hier sein für Touristen. Für einen Neuling in der Containerschifffahrt allerdings, nun ja, nicht mein Problem. Haben Sie überhaupt schon ein Schiff in Ihrer Flotte? Oha, der Ton wird langsam ernster, Chef. Mit der ist wohl nicht zu spaßen. In der Werft gibt es gerade drei Modelle zur Auswahl. Die Investorin hat genug Geld vorgeschossen, um sich eines davon leisten zu können. Möchten Sie eine Einführung ins Spiel bekommen? Ich habe das Spiel, wie gesagt, mit Tutorial schon mal gespielt, aber für euch starten wir nochmal das Tutorial von vorne. Klicken Sie in der unteren Leiste auf das Menü Schiff kaufen. Schauen wir uns nun einmal die Schiffsdaten an, Boss. Dieses ist ein Schiff der Klasse Feeder. Das sind die kleinsten Containerschiffe. Die nächsten größeren Klassen heißen Panamax, Post Panamax, New Panamax und ULCV. Dieses Schiff kann 180 Toy laden. Ein Toy ist ein 20-Foot-Equivalent-Unit.
die Standardeinheit für Container. Darunter steht die Maximalgeschwindigkeit. Es kann maximal 13 Knoten fahren. Das sind ungefähr 24 Stundenkilometer. Hier steht die Mindestreichweite in Tagen bei vollem Tank. Wenn Sie das Schiff langsamer fahren lassen, wird die Reichweite natürlich größer. Das Schiff hat einen Zustand von 62%, kostet somit 7.938.000 Euro. Nun sollten Sie alle nötigen Informationen haben, um sich ein Schiff auszusuchen. Welches wollen Sie nehmen, Boss? So, welches nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen die Medium-Feder. Die liegt genau in der Mitte, hat bis auf das unterste die meisten Toys. Macht einen Knoten mehr wie das unterste Schiff, hält einen Tag mehr, aber hat auch den wenigsten Schaden. Also wir nehmen mal die Medium-Feeder. Möchten Sie dieses Schiff wirklich kaufen? Es liegt in der Werft von Hamburg. Ja, möchte ich kaufen. Taufen Sie nun Ihr Schiff, fällt Ihnen kein passender Name ein, können Sie sich links neben der Namenseingabe auch einen Vorschlag holen. So, schauen wir mal, was wir Schönes dabei haben. Ja, wir taufen das Ganze mal auf die Pacific Pearl. Gut, oder so ähnlich. Nun schaffen Sie das erste Geld ran, Aufträge annehmen, Fracht verschiffen. Worauf warten Sie noch? Zeit ist Geld, mein Geld. Okay, Boss, Sie sollten schnell einen Auftrag aussuchen und das Schiff ablegen lassen. Ich meine natürlich. Öffnen Sie die Auftragsliste. Hallo, ich bin Ihre Agentin, die sich um Ihre Aufträge kümmert. Ich habe zwar nicht viel Zeit, aber ich erkläre Ihnen schnell, wie das hier läuft. Die Firma Amazonas Plains zum Beispiel möchte Holz verschiffen. Sie zahlen Ihnen 411.007 Euro für 49 Toy und 882, Tonnen, würde ich mal sagen, wenn die Ware ankommt. Wissen Sie noch, was Toy bedeutet? Ja, weiß ich noch. Das Gewicht des Auftrags wird in Tonnen gemessen und als DWT, Deadweight Tonnage, bezeichnet. Na, habe ich doch richtig gelegen mit Tonnen. Die Prämie für diesen Auftrag beträgt 411.007 Euro. Das ist für den Anfang gar nicht mal schlecht. Habe ich doch gesagt, das Ganze soll nach Reykjavik in Island gehen. Wenn Sie mit der Maus über einen Auftrag fahren, so wird die Strecke in der Karte eingeblendet. Selektieren Sie den Auftrag nun bitte und nehmen Sie ihn an. Unterschreiben Sie hier, wenn Sie den Auftrag wirklich annehmen wollen. Die Lieferung ist dann verpflichtend. Lassen Sie den Kunden nicht hängen. Wow, unser erster Auftrag. Wie spannend. Er ist nun in der Liste der beladenen Aufträge gewandert. Jetzt ist es Zeit, in See zu stechen. Klicken Sie auf Ablegen. Klicken Sie auf den Hafen, zu dem Ihr Schiff fahren soll. Der Auftrag soll nach Reykjavik in Island gehen. Ziel dem Fahrtenbuch hinzugefügt, Chef. Jetzt müssen Sie nur noch das Kommando zum Ablegen geben. So, hier hat man dann immer so eine kleine Info zu der jeweiligen Stadt, wo man sich gerade befindet. Hier ist es eben halt jetzt mein Hafen von Hamburg. Moin, moin, Landrade. Dann erkläre ich Ihnen mal, wie man so einen Kahn steuert. Ihre Aufgabe ist es, das Schiff aus dem Hafen aufs offene Meer zu steuern. Ei. In der Übersichtskarte unten links sehen Sie die Richtung des Ziels.
Rechts unten ist der Schubhebel. Geben Sie Schub mit W oder indem Sie auf den Schubhebel klicken. Daneben ist das Ruder. Lenken Sie mit A oder D oder klicken Sie auf das Ruder. Dann mal Muscle und Schubbruch, Captain. So, wir sollen also geradeaus fahren. Dann legen wir erstmal mit zwei Knoten ab. Oh, ich glaube, ein bisschen beschleunigen können wir schon. Wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, dann könnt ihr so ein bisschen den Winkel verändern. Und mit dem Mausrad könnt ihr rein und rauszoomen. So, dann fahren wir mal aus dem Hafen raus. Absolut vortrefflich, Kollege. Ihre Manövrierfähigkeiten sind exzellent. Das spricht sich um. Also, wir haben 3 Minuten 19 gebraucht, um aus dem Hafen rauszuchippern und haben 0 Schiffsschaden verursacht. Und ja, damit schließe ich die erste Folge von Transocean The Shipping Company. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich bye bye.